Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Simon von der Money Clinic Berlin. Und heute möchte ich gerne mein Lieblingsbuch der Woche vorstellen. Diese Rubrik, die habe ich jetzt einfach mal neu reingenommen. Viele andere Leute machen das ja auch. Und ich habe mir das irgendwie schon immer auf der Agenda gehabt. Ich möchte gerne mal so meine Lieblingsbücher mal so zeigen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt läuft gerade momentan diese YouTube-Challenge und ich starte da jetzt mal mit und da habe ich jetzt einfach Bock drauf, mal das mein Lieblingsbuch der Woche zu zeigen. Und das Lieblingsbuch der Woche ist Der innere König. Dieser innere König habe ich gewählt in diesem Fall, weil das hat eine Besonderheit. Das Buch, das wird gar nicht mehr aufgelegt. Das ist eher ein Büchlein. So, das seht ihr ja selber, wie groß das hier ist, ne? So. Aber dieser innere König, der hat mich sofort inspiriert, als ich den in die Finger bekommen habe, das Projekt der innere König draus zu machen. Diese gute Frau, die das geschrieben hat, Rimine Ammerong heißt sie. Ich weiß nicht, ob es eine Französin ist oder eine Holländerin, keine Ahnung. Was mir wirklich an diesem Buch gefällt ist, das ist ja so ein Selbstcoaching-Buch. Und da gibt es ja Sand am Meer, diese Selbstcoaching-Bücher. Aber ich liebe Bücher, wo drinnen steht, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Ich habe das im NLP schon immer geil gefunden, wenn die Formate erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sechstens bis 10 oder was auch immer oder bis 12 von mir aus, wo ich immer genau wusste, das ist jetzt dran, das ist jetzt dran, das ist jetzt dran. Ich finde sowas geil. Also ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich da irgendwie ein Faible für eine Struktur und für so eine Vorgaben. Und das Buch, das strotzt nur von solchen Vorgaben. Nun ist es so, der innere König ist, sagt sie auch selber, viele Sachen soll man auch nicht so ernst nehmen. Aber gleichzeitig empfehle ich, die Sachen ernst zu nehmen. Wenn du auf die Webseite von Amazon gehst und guckst dir das Buch an, das ja nicht mehr aufgelegt wird, dann wirst du feststellen, dass es insgesamt acht Rezensionen gibt und diese acht Rezensionen haben vom Durchschnitt her 3 Sterne. Das heißt, es gibt 2 Fünfer und 2 Einser und das zeigt schon, wie sagt man dazu so schön, wie das Buch polarisiert, dieses Der innere König. Wenn du diese durchliest, die Rezensionen, da können manche Leute überhaupt gar nichts mit anfangen, sind sogar irgendwie total abgegessen darüber, weil sie hier irgendwelche Ernährungsvorschläge macht oder so. Da habe ich gar nicht drauf fokussiert. Mein Thema ist in aller Regel immer das, sozusagen mehr Fülle, mehr Spirit in die Finanzen reinzukriegen, mehr Breite, mehr Wohlstand zu generieren und das mit möglichst geringem Aufwand. Ja, so. Also im Sinne von tatsächlich Occam's Razor, was mit wenigem getan werden kann, wird umsonst mit vielem getan. Ja, und das ist einfach genial in diesem Buch sozusagen abgebildet. Und es sind insgesamt 11 Kapitel oder 11 Bereiche und es geht darum, deinen majestätischen Umgang mit dir selber und der Außenwelt mehr und mehr zu zelebrieren. Letztlich ist es sowas wie ein Selbstvertrauenbuch, ein Selbstbewusstseinsbuch ist das. Aber es hat insgesamt auch ein extrem gutes Kapitel für königliches Finanzmanagement. Und da habe ich gedacht, ich habe da jetzt so einen Blogartikel geschrieben, 44 Rules dazu. Da sind viel, viel mehr drin. Ja, das ist einfach nur, diese 44, die fand ich jetzt einfach inspirierend und wichtig. Und dazu natürlich auch die Themen zum Thema Geld, zum Thema Finanzmanagement. Und da habe ich mal so die wichtigsten Punkte rausgeschrieben und die wollte ich gerne ganz mal kurz vorstellen hier zum Thema Finanzmanagement. Alles andere kannst du auf dem Blogartikel auch noch nachlesen oder du kaufst dir das Buch natürlich. Es wird, wie gesagt, nicht mehr aufgelegt, deswegen ist es relativ hochpreisig momentan. Es sind anscheinend nicht mehr so viele im Umlauf, die irgendwie weggegeben werden. Du siehst den Link unterhalb des Videos natürlich und jetzt komme ich nochmal zu den 10 Regeln, des königlichen Finanzmanagements. Das königliche Finanzmanagement basiert auf dem Grundgedanken, dass du deine Vermögensplanung erstmal selber in die Hand nimmst, dass du dich selbst gleichzeitig mit harter, aber auch mit weicher Hand lenkst und führst und dass du deine Finanzplanung wirklich selber
in die Hand nimmst. Und viele dieser Sachen, die hier drinne stehen, die würde ich sofort unterschreiben. Also das ist tatsächlich auch das, was ich eins zu eins im Geldcoaching teilweise sage, was ich teilweise erzähle. Die wirtschaftliche Stabilität des inneren Königs ist das A und O. Und diese wirtschaftliche Stabilität, die muss nicht unbedingt mit einem riesen Geldvolumen einhergehen. Das kann eine wirtschaftliche Stabilität kann auch mit einem guten, wohlgesettelten Einkommen kann das einfach zu tun haben. Und ja, und das Wichtigste ist einfach, dass du deine Vermögensplanung selber in die Hand nimmst. Und dann startet es halt eben bei den Versicherungen. Versicherungen ist ja ein Sonderthema. Ich kenne mich jetzt da nicht so super mit aus, aber diesen Grundsatz beherzige ich schon die ganzen Jahre über. Nur das Allernotwendigste. Und das Allernotwendigste ist einfach eine Haftpflichtversicherung und eine Hausratversicherung und vielleicht noch, wenn man selbstständig ist, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, obwohl ich die selber persönlich schon gar nicht habe. So. Aber was total wichtig ist aus meiner Sicht als Selbstständiger, als Freiberufler, wer einen guten Geldfluss haben möchte, auch über das Freiberuflichsein hinaus, unbedingt sich mit Börse, mit Aktien, mit Wertpapieren beschäftigen. Das ist extrem wichtig. Ich biete ja selber so ein Börsencoaching an, bin ja ein großer Freund der Trendfolge. Der Link ist auch eben unterhalb des Videos, wer sich das mal angucken möchte. Und das A und O ist es, deine Vermögensplanung selber in die Hand zu nehmen und niemals, und das finde ich auch tatsächlich total wichtig, das macht einen Unterschied, ob du dir Einzelaktien kaufst oder ob du Wertpapiere kaufst, die von irgendwelchen Banken gemanagt werden. Gibt es ja. Ich habe viele, viele Jahre in den DWS Akkumula habe ich investiert und habe immer gedacht, das wäre so meine Altersversorgung. Irgendwann habe ich alles verkauft aus diesem DWS Akkumula und der ist gar nicht schlecht gelaufen. Ist von der Deutschen Bank oder von der DWS, Deutsche Wertpapiergesellschaft, ist der Ableger von der Deutschen Bank, wird von denen gemanagt. Ist gar nicht so schlecht, dieser Akkumula, läuft schon ewig lange, dieser Fonds, aber es ist einfach nicht sinnvoll, es ist nicht nützlich. Und ich persönlich, auch wenn man jetzt vielleicht als Anfänger das machen mag, und es, auch wenn es ein wenig kostet, ich bin kein Freund von EFTs, von Exchange Traded Funds, von ETFs, bin ich einfach kein Freund von. Und das kann man sehen, wie man möchte. Ich bin ein großer Freund von Einzelaktien und sich da tatsächlich drum zu kümmern, sich vor allen Dingen mit einer Strategie zu beschäftigen, eine Anlagestrategie zu haben. Ich stehe einfach dem Standpunkt, und das sind meine Erfahrungen aus vielen, vielen Verlusten, die ich gemacht habe, aber auch Gewinnen natürlich, ist klar, hält sich dann vielleicht am Endeffekt, hat sich die Waage gehalten, bis jetzt auf die letzten 3, 4 Jahre, wo ich merke, jetzt habe ich sozusagen den Durchbruch geschafft für mich selber, wo ich weiß, genau das ist es, in diese Richtung geht's, hätte ich auch schon vor 20 Jahren haben können, war damals noch nicht dran gewesen. Eine Strategie zu haben und an dieser Strategie tatsächlich dran zu bleiben. Vermögen an der Börse werden über die Jahre gemacht. Warren Buffett ist nicht von heute auf morgen reich geworden. Der hat seine Milliarden, hat er gemacht, weil er einfach gut investiert hat, weil er klug investiert hat, weil er gute Berechnungen angestellt hat, weil er billig eingekauft hat, weil er eine Idee hatte davon einfach. Und wenn du zum Beispiel schon einen Investmentfonds kaufen möchtest, der in irgendeiner Form gemanagt ist, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dir so ein Berkshire Hathaway zu kaufen. Das ist ja die Aktie von Warren Buffett. Ja, das wäre sozusagen der einzige Fonds, der überhaupt irgendwie so, der überhaupt durchgeht als gemanagter Investmentfonds. Ist er ja letztendlich in aller Regel. So, dann ganz, ganz wichtig, vielleicht der wichtigste Tipp überhaupt, hat Walter Schäfer damals schon gesagt, die ersten 10% bezahle ich am Anfang des Monats selbst. Die Access Consciousness Leute, dieser Dane hier oder hier Gary Edwards heißt er, glaube ich. Diese Leute sagen das, 10%, so wirst du reich, 10% weglegen, egal was passiert, von allen Einnahmen, von deinem Bruttolohn, was du bekommst, wenn du 10.000 brutto hast im Monat zum Beispiel, dann ist es dran, mit 10% das halt eben zur Seite zu legen.
Oder du machst es halt eben wenn du 5.000 hast, dann sind halt eben die 10% bei 5.000 dran, dann legst du 500 zur Seite. Und du wirst sehen, wenn du das machst, es wird dir nicht fehlen am Ende. Ich habe auch immer gedacht, das würde fehlen. Nein, das ist Quatsch, das ist Bullshit. Ist ein fataler Denkirrtum. Ja? So. Ganz, ganz wichtig, die 10% zur Seite legen. Dann, wichtig, Steuern zahlen. Ja? Ein Majestät, ein innerer König, der zahlt Steuern, der legt sich nicht mit Finanzamt an. Ja? Und hier gibt es dir sozusagen nochmal einen super Extra-Tipp. Suche dir den teuersten oder den besten Steuerberater in deiner Umgebung an. Also sozusagen, der sowieso schon Wohlstand zelebriert. Und das, egal wie groß deine Steuererklärung ist, wie hoch oder wie niedrig die ist, wie viel du wiederbekommst, wenn du nur 5 € wiederbekommst, du musst es ja nicht ganz so ernst nehmen, aber er ist ein Körnchen Wahrheit dran. Natürlich macht sie das mit dem Augenzwinkern hier in diesem Buch. Das ist schön verpackt einfach. Aber in diesem Augenzwinkern ist natürlich auch immer ein Körnchen Wahrheit dran. Also so mickrig deine Steuererklärung ist, geh zum besten Steuerrechtler und lass deine Steuererklärung ja nicht von so einem Lohnsteuerhilfeverein oder von Lise Müller machen. Das ist einfach nicht dran. So, dann ganz wichtig, 1% deines Bruttolohns in riskante Geschäfte investieren. Ich sage immer im Geldcoaching, Geld ist ein Kind des Unbewussten, es möchte auch gerne Spaß haben. Es geht nicht darum, geldgierig irgendwie was bekommen zu wollen. Es geht auch darum, Spaß zu haben, mit dem Geld einfach mal so ein bisschen locker unterwegs zu sein. Und da ist es auch gut, tatsächlich mal ein bisschen riskant unterwegs zu sein. 1%, das empfiehlt sie hier, der innere König, ja, der beschäftigt sich mit Risikoanlagen. Das sind dann halt eben Optionsscheine oder Contract for Difference Papiere. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen, auf Futures oder sowas abzuheben. Ja, für den Anfang tun hier wirklich Optionsscheine. 1% deines Kapitals, deines Bruttos. Also wenn du 5.000 hast, dann hast du 50 € zur Verfügung und investierst die mal in Optionsschein. Vielleicht musst du den ja nicht direkt für 50 € kaufen oder sowas. Oder du kaufst den Penny Stock. Das geht natürlich auch mit 50 €. Also ein Penny Stock, mal ein paar australische Penny Stocks sich anzugucken. Oder aus dem Russell 2000. Ist ja völlig egal. Jedenfalls in diese Richtung was zu machen. Ganz, ganz wichtig. Das ist majestätisches, königliches Management. Dann ganz wichtig, Spenden für wohltätige Zwecke. Ebenfalls wieder. 1% meines Bruttos geht in Spenden hinein. Also ich habe persönlich ein Patenkind von World of Vision. Das ist ja dir überlassen. Also wenn du 5.000 brutto hast im Monat, dann 50 €, genauso viel wie in dein Risikokapital reingeht. Ja, der innere König beschäftigt sich damit. Er geht in die Fülle hinein, er geht in die Weite hinein, er gibt halt eben auch von dem, was er zur Verfügung hat. Ganz, ganz wichtig, ja, so. Also, das halten wir fest, 1% riskante Geschäfte, Optionsscheine, 1% investieren, rausgeben von der Fülle des Wohlstands zum Spenden zum Beispiel, ja, so. Das einfach abzugeben. 10% bezahl dich zuerst am Anfang des Monats. Und dann mit dem Geld zu spielen, dazu zählen auch Optionsscheine, aber dazu zählt auch zum Beispiel mal ins Casino zu gehen, um auf Rot zu setzen oder auf Schwarz zu setzen. Oder dazu zählt auch einfach mal ein Lotto zu spielen, einfach mal zwei Kästchen anzukreuzen. So, ja. Mein Opa, der hat jahrelang hat er gespielt. Und irgendwann hat er aufgehört und 4 Wochen später, als er aufgehört hat, nach weiß ich nicht wie vielen Jahren, hatte der 6 Richtige gehabt. Der ist vom Stuhl gefallen damals. Der hat fast einen Herzkasper damals bekommen. Ja, so. Also spiel einfach damit, mit den Sachen, die das Universum einem bietet. Ja. Oder einfach mal auf Hunde zu wetten oder auf Pferde zu wetten. Also ich habe auch mal ein paar Links unter das Video getan. Guck sie dir an, beschäftige dich damit. Ja, so. Das Geld spielt gerne, dem Geld geht's gerne gut. Das Geld hat gerne Spaß. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das schon x-mal gesehen in Geldaufstellungen, wenn das Geld sozusagen versprachlicht wird, ja, symbolisiert wird. Dann auch wichtig, schenke dem Thema Landerwerb ruhig mal ein Auge. Ja. Der König, der majestätische König, der innere König beschäftigt sich mit Landerwerb. Landerwerb kann ein Waldgrundstück sein oder es kann auch von mir aus ein Baumsparvertrag sein.
Ja, ich bin Inhaber von zwei Baumsparverträgen. Da investiert man halt eben in Bäume, halt irgendwo in Panama, die in einer Parzelle stehen. Das hat ja auch was mit Land zu tun. Oder wenn es überhaupt nicht mit irgendwas in Verbindung steht, ob du da eine Holzhütte irgendwo hast am See oder ob du ein Riesengrundstück in Kanada hast oder was auch immer. Wenn das alles nicht ist, kannst du immer noch einen Bausparvertrag dir anlegen. Ja, das empfiehlt sie auch hier, ja. Rimini Amarone im König, im inneren König. Dann mach ruhig einen Bausparvertrag, auch wenn der jetzt nicht mehr so tolle Zinsen abwirft, wie das früher der Fall gewesen ist. Spielt keine Rolle. Es geht um das Thema Land besitzen. Es ist ja auch bei Aktien so. Es müssen gar nicht so viele Aktien sein. Es kann meinetwegen, weiß ich nicht, ein oder zweimal zum Einstieg sein, um einfach das Gefühl zu haben, ich bin jemand, der Anteile hält an einem Unternehmen, weil das ist ja nichts anderes. Ein Aktionär ist ein Besitzer, ein Mitbesitzer über einen Anteilsschein an einem Unternehmen. Und das ist einfach genial, weil das macht was mit der eigenen persönlichen Energie, mit der persönlichen Geldenergie. So, und dann als letztes noch zum Abschluss, halte deine Finanzen in Ordnung. Ja, Finanzamt habe ich schon gesagt. Fang nicht an, mit denen zu tricksen. Das ist einem König, einem inneren König, das ist majestätischem Gehabe, ist das nicht kompatibel. Das ist nicht in Ordnung. Ja, das macht ein König nicht. Und als allerletztes, halte deine Finanzen in Ordnung. Kauf dir so viele Ordner, wie du brauchst, um deine Papiere wunderbar zu strukturieren und zu ordnen. Ja, auch das Geld fließt und es beginnt zu fließen. Es hat auch in gewisser Weise mit Ordnung zu tun. Es ist nicht nur Chaos, es ist auch Ordnung. Beides in dieser Zusammenarbeit. Und das sind so die wichtigsten Punkte und die würde ich sofort unterstreichen, weil ich die in Geldcoachings teilweise eben auch anspreche, wenn die Leute zu mir kommen und fragen, hey, wie ist das denn mit Börse und sowas? Kann ich das überhaupt machen? Ist das überhaupt sinnvoll? Na, natürlich ist es sinnvoll. Das Energiefeld ist total wichtig. Ja, sie hat hier in diesem schönen Büchlein eine schöne Stelle. Da geht es darum, mit einer teuren Uhr, weiß ich, eine 5.000-Euro-Uhr, eine Breitling von mir aus, am Handgelenk. Ich habe jetzt keine Breitling, ich habe gar keine Uhr momentan an, aber mit einer Breitling-Uhr zum Beispiel eine tolle Uhr zu putzen. Und dann ist das Putzen sofort was anderes, wenn ich mit Gold und Silber umgeben bin, weil ich mich in dieses Energiefeld von Gold und Silber hineinbegebe. Die haben ja früher nicht umsonst versucht, Blei zu Gold zu machen. Ja, das ist sozusagen dieser Hang des Menschen sozusagen zum Güldenen, zum Goldenen hin, zum Majestätischen, zum Königlichen hin. Das ist ein Teil von uns. Das ist etwas, was wir anstreben, oder was ein Teil von uns extrem anstrebt. Insofern ist da was dran und darum ist es auch gut, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ja, und wer sozusagen seine Vermögensplanung selber in die Hand nimmt, der kommt gar nicht dran vorbei. Und da ist der innere König einfach super. So, ist ein bisschen länger geworden, das Video, macht aber nichts. So viel wertvoller Inhalt drinne. Ich hoffe, du hast bis hierhin geguckt. Viele dieser Sachen stehen nochmal unterhalb des Videos, habe ich ein paar Links reingemacht, schau es dir an, schau dir auch nochmal mein Börsencoaching an, vielleicht ist das sogar was für dich, ja, für kleines Geld einzusteigen und tatsächlich der finanziellen Seele, der Geldseele sozusagen zur Entfaltung zu verhelfen. Und da ist das hier einfach ein super Einstieg und ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Bis demnächst, Christoph von der Money Clinic Berlin.